Na los, Bello, lass uns eine Runde rausgehen. Oh ja, da bin ich dabei. Aber danach gibt es was zu futtern, ja? Peter, hallo, gibt's da noch was zu essen? Leopold, mein Süßer, ich gehe kurz joggen. Du musst aber hier bleiben. Und du bleibst schön artig wie immer. Hörst du? Natürlich bin ich immer artig. Manchmal. Wenn ich wieder zurück bin, bekommst du dein Kaviar. Oh, Kaviar. Der Kaviar? Ich glaube, der ist schon alle. Oh. Ich muss mich schleunigst aus dem Staub machen. Oh, Frau Schick, sportlich, sportlich. Sie joggen ja. Natürlich, ich muss doch in Form bleiben. Das würde Ihnen auch ganz gut tun. Was soll das denn heißen? Ich bin sehr sportlich. Ich habe das nicht nötig. Als ob, das sagen alle, die zu faul zum Sport sind. Ich und zu faul zum Sport? Niemals. Ich kann es Ihnen beweisen, dass ich sehr sportlich bin. Und wie? Ich fordere Sie heraus. Sie wollen mich herausfordern? Ja, genau. Im Shoppingcenter gibt es zurzeit ein Squishy-Parcours. Ich wette, ich bin da schneller durch als Sie. Niemals! Okay, die Wette gilt. Diesen Samstag um 10 Uhr. Alles klar, aber Sie werden kläglich verlieren. Das werden wir ja noch sehen. Ganz genau, wir werden sehen. Oh, Bello, was habe ich denn da gemacht? Wie soll ich die denn schlagen? Das habe ich mich auch schon gefragt. Das war nicht wirklich schlau von dir. Bin ich froh, dass ich ein Hund bin und so einen Quatsch nicht machen muss. Peter, was machst du denn da? Ich trainiere. Wofür? Ach, ich habe mich da in eine Geschichte manövriert, möchtest du eigentlich gar nicht wissen. Doch, will ich. Erzähl schon. Ich habe Frau Schick zum Squishy-Parcours im Shoppingcenter herausgefordert. Du hast was? Warum? Ach, die hat mich geärgert mit ihrem Joggen und dass sie so sportlich ist und so. Verstehe. Und jetzt trainierst du dafür? Genau. Wann genau geht's denn los? Am Samstag. Was? In 3 Tagen schon? Ja, deshalb lass mich jetzt bitte trainieren. Jede Minute zählt. Oh Mann. Ich muss es schaffen, das wäre sonst eine Riesenblamage. Ich warte nur noch auf das Go meines Kollegen, dann geht's los. Alles klar. Okay. Na, haben Sie schon Angst vor der Niederlage? Und deshalb haben Sie sich auch so ein Sportoutfit angezogen. Ich, als ob ich Angst vor Ihnen hätte. Ich überlasse aber nichts dem Zufall. Ich werde das Ding hier gewinnen. Und mein super teures Gucci-Outfit wird mir dabei helfen. Abwarten. Als ob sie eine Chance gegen mich hätten. Jetzt kann es losgehen. Wer fängt an? Ladies first. Oh, danke vielmals. Und los. Oh Mann, ist die schnell, das gibt's doch gar nicht. Yes, Baby, weiter so. Hä, seit wann bin ich dein Baby? Ich hab dich doch nicht gemeint. Wo sind wir stehen geblieben? Meint die Papa, hat gegen Frau Schick überhaupt eine Chance? Ich glaube, das wird ganz schön schwer. Oh Mann, ist sie gut. Aber noch habe ich eine Chance. Noch gebe ich nicht auf. Wow, wie sie da rübergekommen ist. Das staunt ja sogar die Raupe. So schnell kann man doch gar nicht sein. Du hast es fast geschafft, Baby. Frau Schick ist echt schnell. Oh, jetzt hat sie einen Fehler gemacht. Da war sie zu schnell und ist ausgerutscht. Das wird mir nicht passieren. Los, Baby, zieh dich hoch, du schaffst das. Natürlich schaffe ich das. Oh Mann, sie hat's geschafft, aber ein paar Sekunden hat sie dadurch verloren. Vielleicht habe ich ja jetzt doch noch eine Chance. Ja, Baby, weiter, du hast es gleich geschafft. Yeah, das war mega. Das waren 52,79 Sekunden. Das ist ein neuer Rekord bei uns. Gratulation. Vielen Dank, aber ich wusste, dass ich schnell sein werde. Mit diesem Gucci-Outfit geht das gar nicht anders. Hey, Papa! Na, sie war schnell, oder? Ja, war sie, aber du hast trotzdem noch eine Chance. Meinst du? Na klar, Papa, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück. Danke. Wir wünschen dir alle viel Glück. Danke, Familie. Und es geht los! Und los! Ah, das wackelt aber! Super, Papa, weiter so! Ja, weiter so!
Oh, schön festhalten. Oh Gott, ist das hoch. Meine Knie zittern, ich komme gar nicht vorwärts. Auf was habe ich mich da nur eingelassen? Jawohl. Ah, muss ich das Ding jetzt noch drehen? Ah, wow, wie habe ich denn das geschafft? Und weiter geht's. Was macht der da? Gleich werde ich ihn bestimmt erwischen. Ah nein, puh, das war knapp. Klasse, Papa, das hast du super gemacht. Ja, das war super. Jetzt da hoch und zack. Oh oh, von unten sah das nicht so hoch aus. Was mache ich denn jetzt? Los, Papa, spring. Oh je, der Arme hat Höhenangst. Nee, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Ich muss aber. Aber das ist so hoch. Ganz ruhig, Peter. Ich muss das schaffen. Augen zu und durch. Oh, das war gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Ha, vergiss es, du wirst mich nicht schnappen. Da kannst du lange warten. Da staunst du, was? Das hättest du nicht gedacht, dass ich das schaffe. Jetzt nur noch darunter. Dann habe ich es geschafft. Ah, nein! Hab ich dich? Ich wusste, dass ich dich backe. Oh nein, Papa hat verloren. Ist ja gut, du gefräßige Raupe. Tja, das war wohl nix. Sie haben Haushof verloren. Ja, das stimmt. Sie haben gewonnen, Frau Schick. 1-0 für Sie. Aber beim nächsten Mal, da werde ich es bestimmt schaffen. Es wird kein nächstes Mal geben. Na, mal abwarten. Papa, also für uns bist du der Champion. Danke, Greta. Du hast dich toll geschlagen. Ich habe mein Bestes gegeben und wer weiß, ob ich nochmal eine Chance bekomme, gegen Frau Schick zu gewinnen. Bitte nicht. Wer weiß, wer weiß. Ich hoffe, das Duell zwischen mir und Frau Schick hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und vergesst uns nicht kostenlos zu abonnieren, damit ihr kein weiteres Video von uns verpasst. Tschüss.